Hallo und herzlich willkommen zurück zu South Park, der Stab der Wahrheit. Letztes Mal haben wir wieder was für Jimbo getan. Wir sind bei dem Großwildjagd-Quest ein Stück weitergekommen, haben hier ein bisschen Zeugs eingekauft und verkauft. Ja, und außerdem festgestellt, dass die dunklen, bösen Elfen doch gar nicht so böse sind, wie sie im Intro ausgesehen haben und wie Cartman sie darstellt. Was für ein Wunder. Sondern dass es tatsächlich, Stan, Kyle und der Barde bzw. Jimmy sind, die da verantwortlich sind. Neues Quest haben wir auch wieder bekommen, wo wir wahrscheinlich einmal durch die Stadt rennen und ein paar Kämpfe austragen dürfen können müssen. Oh, was ist das? 25% Frostschaden. Ja, dann werden wir die Gelegenheit auf jeden Fall mal nutzen, hier auch das Haus noch auszuplündern, wenn wir schon da sind. Was dann wohl Kyles Haus ist. Macaroni-Bilder. Dreidel, jawohl. Super. Wie die auch alle ihren Fernseher einfach immer laufen haben. Ich glaube, das ist auch so ein amerikanisches Ding. Ja, jede Menge Bilder von der Familie hier. Da ist wieder das Klo. Was mich daran erinnert, dass wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen unsere Gegner mit unseren Ausscheidungen bewerfen könnten. Das habe ich auch lange nicht gemacht. Ist halt auch wieder so ein Fähigkeitsdings. Was? Mr. Hanky Bowsett. Oh Gott. Ich laufe immer dahin. Immer. Das liegt wahrscheinlich, wenn man hier so reingeht. So, mal schauen. Was haben denn die Eltern so am Start? Proflowskis Garagenschlüssel und die kanadische Adoptionsunterlagen von Ike. Was sind das für Änderungen? Okay. Barbarenperücke. Okay. Die Kacke, die gepinkelt hat, ja, die haben sie alle. Ein wahrer Bestseller. Go Cows. Da sind wir also im Zimmer von Kyle jetzt. Aus irgendwelchen Gründen bekleidet uns jetzt auch Stan. Ja, und wir haben wieder eine Unterhose gefunden. Sehr schön. Ich hätte ja gehofft, dass wir bei Kenny auch eine finden. War aber nicht so. Judenpfadfinder-Anleitung. Sehr schön. Cyborg-Bill-Actionfigur. Und ein zerrissener Mantel. Nee, diese komischen... The Clue of the Broken Blade. Frederick Dickinson. Hartley Boys. Okay. Ja, kenne ich persönlich nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgend sowas, was man in Amiland eher kennt. So, was haben wir denn da? Die Juden, Pfadfinder, Sache, Elefanten, Dreidel. Jede Menge jüdische Sachen. Gar nicht so viele Anspielungen, oder? Irgendwie überhaupt nicht. Gut, das mit dem Elefanten, das gab's irgendwo. Diese Juden, Pfadfinder gab's. Das Chewbacca-Ding bin ich mir gerade gar nicht sicher. Immanuel Kant. Wow. Vieles Philosophisches hier. Das war ja gar nicht so viel. Naja, wie auch immer. Also, ja, wir müssen uns natürlich auch auf jeden Fall entscheiden, was wir jetzt mit den Goff-Kids machen. Wir sollen sie auf jeden Fall rekrutieren. Das ist so geblieben. Aber wir sollen jetzt darüber nachdenken. Möchtest du uns vielleicht auch als Freund hinzufügen? Nee, da könnten wir auch mal vorbeischauen. So viel zu tun. Ja, wir sollen die Goff-Kids auf jeden Fall rekrutieren. Die Frage ist nur... Chimpokemon! Stigmata. Die Frage ist nur, für wen? Für Cartman oder für Kyle? Das müssen wir uns überlegen. Also entscheiden wir jetzt wahrscheinlich, wie das Spiel weiter verläuft. 20% mehr Geld, der Magnet. Oh Gott. Schön. So, jetzt zeig nochmal bitte gerade die Quests. Wie sieht's da im Moment aus? Was haben wir noch alles offen? 4 neue Freunde. Jason, Jimmy, Timmy, jawohl. Okay, das war zu schnell. Ja, und die Familie McCormack. Quests. Rekrutiere die Goff-Kids. Du siehst jetzt ziemlich goff aus. Geh zurück zu den Goff-Kids, um zu sehen, ob sie zustimmen. Ja, also das könnten wir jetzt machen. Großwildjagd. Da haben wir auch wieder was erreicht. Könnten wir also auch nochmal vorbeischauen. Wir haben den blutsaugenden Flughund getötet.
Und uns fehlt noch die Mutantenbakterie und die Mösenfurzhöhlen Spinne. Versteckspiel fehlt uns noch ein Kind irgendwie. Ja, okay, das mit dem Schweinebärenmann, da habe ich jetzt eigentlich nicht so die Bock drauf. Ja, und wir könnten ohnehin noch einmal durch die Stadt laufen und alle möglichen. Frau Mr. Sklaves Haus, Kevin Stoleys, das ist da unten. Im Spielpark und bei der Kirche und Starks Teich auch. Ja. Also die große Frage ist wirklich, wem schließen wir uns dann an? Nehmen wir da Cartman oder nehmen wir Kyle und... Music stealth. You can't see me. Okay. Ich kann dich doch sehen. Hat nicht funktioniert. Ja, und wie wirkt sich das dann natürlich weiter aus? Müssen wir uns halt überlegen. Kann dann halt sein, dass wir einen Teil der Begleiter auch nicht mehr haben. Butters ist schon ziemlich cool, muss man dazu sagen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich möchte es fast noch ein bisschen aufschreiben, diese Entscheidung. Das bei der Kirche könnten wir noch machen. Puh, oder wir gucken erstmal bei Jimbo. Gleichgewicht wiederherstellen. Da ist ja auch so eine Fahne. Dann gehen wir vielleicht zu Jimbo und dann runter, machen das mit dem Gleichgewicht da. Kurswildjagd mit Jimbo können wir da noch nicht machen. Und dann noch hier und da. Ja, oder wir gehen hier so durch. Hier, dann gehen wir hier zu der Fahne, da zu der Fahne, zu der anderen Schnellreisefahne, reisen dann darüber. Weil, also wir machen das schnell. Ja, machen das schnell mit diesen Fahnen da. Ah, weg. Platz. Hier rüber, genau. Oh, da liegt auch noch so ein Sack. Tempotrank, ja. Ich habe da auch nur 8 gekauft. Haben wir schon wieder so viele gefunden? Da ist die Fahne. Kommen da jetzt Gegner? Also. Okay, gut. Da hätte ich jetzt fast ein bisschen mehr irgendwie erwartet. Scheint ja recht unproblematisch zu sein. Müssen wir also tatsächlich. Okay, also müssen wir tatsächlich nur rumrennen und die Dinger hier kaputt schlagen. Ja, da können wir auch rein. Oder auch nicht. Ja, wir müssen ja. Ich muss erstmal deinen Kollegen noch finden, dann können wir das nochmal spielen. So, also was hatten wir mal gesagt? Wir gehen hier hin. Dann erst zu Jimbo, sagen da Bescheid, gucken, ob wir noch irgendwelche tollen Sachen bekommen. Scheinen auch immer dieselben Items zu sein, also wäre es irgendwie schon ganz wichtig. Wir können auch hier nochmal Citybook gehen und Mr. Kim nochmal abrufen. Wir haben ja zwischenzeitlich einmal geschlafen. Ja, wenn das immer dieselben Items sind, dann ist das natürlich die Frage, ob man sich damit zu viel Zeit lassen sollte. What can I do for you, new kid? All right, looks like that bat sucked its last fruit. I can't wait to see what you kill next. Ja, cool. Schauen wir nochmal hier nach. Wir haben jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel. Naja, das ist sogar schon schlechter. Super Katana wäre natürlich cool, aber das wird noch ein bisschen dauern, fürchte ich. Ach genau, das war das mit dem Schaden. Mittlerweile kann ich sogar ganz gut bloggen, aber naja. Plastik-Vampirzähne. Zeig mal an, was bringt uns das? Ist wahrscheinlich. Zeig mal. Da. Entzieht blutenden Zielen 50 TP. Ja, gut. Ah, gut. Hab jetzt gar nicht geguckt, was das für ein Level war. Ob das sich das irgendwie hochsteigert. So, nehmen wir nochmal unseren Freund hier mit. Vielleicht braucht man ja irgendwann tatsächlich mal. Das Problem ist halt, an sich bräuchte man bei den Bosskämpfen. Da können wir ihn aber nicht einsetzen. Okay, anscheinend war es das dann schon, oder? Ja, genau. Da hat uns den Gong wieder in die Hand gedrückt. Perfekt. Müssen wir sonst gar nichts machen. Und hier, jetzt halt nach unten. Wo ist denn der Weg? Da wird was angezeigt. Ah, ja, hier. Ja, war das. So, ja, hier müssen wir eigentlich auch noch mal hin, aber. Ja, da warten wir noch mal ein bisschen. Ist auch cool, dass der ganze Kram hier liegen bleibt. Alles voll mit irgendwelchen Drops, die wir nicht aufnehmen können. Und da ist noch eine. Nee, oder? Also, Al Gore. Okay, cool.
Er beweist jetzt seine Theorie, indem er, ja, selbst... War hier nicht auch noch... Genau, da war nämlich hier so ein Dingsi da. Ja, also er macht seine Theorien zum Schweinebärmann wahr, indem er sich selbst als Schweinebärmann ausgibt. Ah, cool. Kosmonwetsch, was auch immer. Weltraumgeld, Schaltkreise. 10% Shotcard ist jetzt nicht so toll, aber gut. Können wir denn hier? Ne, da können wir nicht hin. Hier ging es eh nicht mehr weiter, ne? Wobei, das könnten wir jetzt ja sogar... Genau, da könnten wir jetzt sogar wegfurzen. Weil die hauen uns. Scheißviecher. Aber nicht jetzt. Wir kommen ja vom 100. ins 1000. Ja, ist jetzt die Frage, machen wir El Gore noch weg oder... Schnell? Also, schnell natürlich. Entschuldigung. Was? Was? Das beunruhigt mich etwas. Da würde ich aber gerne mal speichern vorher kurz. Weil der letzte Kampf war ja schon ein bisschen unangenehm und die Frage ist auch, ob ich Stan wirklich dabei haben möchte. Hat er jetzt auch noch den ersten Schlag, weil er so riesen Arme hat? Oh, was? Wie er aussieht. Ja, cool. Was machen wir denn da? Warte. Kurze Pause. Schweinebärmaske. Ignoriert jeglichen Furzschaden, solange er seine Maske trägt. Immun gegen Betäuben, Schlafen und angepisst sein, einfach so. Also wir können nach wie vor anzünden und bluten lassen. Oh Mann, oh Gott. Warte, ich habe jetzt nicht geguckt wegen Rüstung. Entschuldigung. Ach, nur 650, ja klar. Und 3000... Pff. Abartig. Oh Gott. Ja, Ja, ein wahrer Glücksfall für den Schweinebärmann. Die Frage ist, gilt das jetzt auch? Ja. Ist halt die Frage, ob das jetzt auch für die komische Maske gilt, aber naja, gut, egal, wir machen erstmal den hier. Nimm dies! Haben wir schon mal halbiert? Sehr schön. Könnte man gerade Krasi gleich nochmal machen. Und schon sieht das viel überschaubarer aus von der Rüstung her. So, Stan, aber wir könnten auch tauschen. Was könnte man denn noch? Kenny, Jimmy könnte man haben. Butters wäre natürlich toll, aber nein, wir gucken einfach mal, was er kann. Also hier hätten wir schon mal die Todesmarkierung. Was hat er an Fähigkeiten? Diskus gemacht. Stan wirbelt einen tödlichen Diskus auf das Ziel. Ja, der Diskus kann zu ihm weiterfliegen. Okay, ist also mehr was gegen Gruppen. Wirbelwindschlitzer. Stan wirkt ein sich drehendes Schwert. Okay, das mehrere Feinde trifft. Immer so Gruppensachen, die er hat. Wir machen einfach mal diese Todesmarkierung hier. Oh, Abwehr verringert. Nicht schlecht. Ja, dann machen wir mal dieses Wirbeldings hier. Okay. Wie jetzt? Ich hab doch die ganze Zeit Puh. Okay, zumindest hat er keinen Secret Service mehr dabei. Das ist ja auch schon mal was Schönes. Ja, aber das ist doch doof mit Stan. Ich mag Stan nicht. Tut mir leid, Stan. Du hast jetzt nicht so die geeigneten Angriffe am Start. Verbimmer das hier mal? Vorher vielleicht aber noch einen Tempotrank? Ist halt doof, dass wir wirklich nur einen... Oder einen Machttrank. Machttrank und nochmal mit der Batterie. Ein 81, jawohl. Hat er bald weniger als wir.
Todesmarkierung. Ich tut mir leid, wir müssen mal tauschen. Wir brauchen Butters. Der hat's ein bisschen besser drauf. Tut mir leid, wer hätte das gedacht? Was? Wow! Hat er jetzt einen Teil da abgezogen? Ja. Nun gut, da müssten wir mal was tun wegen Heilung eigentlich. Wir machen hier aber mal einen normalen Tempo. Normal? Reicht noch? Es reicht eigentlich normaler, oder? Sind wir mal geizig, nehmen wir den normalen und den Professor. Das ist halt super. Da kann man auch nichts falsch machen. Da muss man nur einmal klicken, das kriege ich auch noch hin. Und los. Der fette Hammer. Ist er natürlich immun. Was sonst? Er hat schon ganz gut verloren. Und ich denke mal auch dieses... Der Einsatz der Batterie, der hat sich schon bewährt. Kriegt er nochmal einen mit dem Hammer. Na, auch nicht so schlecht. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen uns eigentlich erstmal unbedingt heilen. Weil wenn der nochmal kommt, sind wir weg. Und wir bluten ja auch ein bisschen. Was hat denn dieses Dings da jetzt eigentlich? Statisches Feld. Verursacht einen Schockschaden bei Nahkampfangreifern. Das ist dieses eine Item, was wir ausgerüstet hatten. So, wir dürfen jetzt zweimal. Wir machen einfach mal das. Wow, da wollen wir doch hin. So, jetzt sieht er nämlich ziemlich schlecht aus, der Kollege. Ja, und Butters... Butters Chaos? Butters Chaos. Ist halt einfach der Beste. Tut mir leid, dass ich ihn so häufig benutze. Aber Stan hat mich jetzt wirklich nicht überzeugt. Er ist auch größer als der Kollege. Nochmal der Hammer. Ja, wir haben auch, glaube ich, noch gar nicht alles gesehen. Aber er ist eh gleich tot. Könnte es schon jetzt der entscheidende Angriff sein, wenn wir ihn jetzt nochmal eine übertreten. Er ist jetzt ja auch nicht mehr immun gegen Forts-Attacken, also werden wir genau das mal machen. Jawoll! Am Arsch, El Gore. Na weg, lass mich mal durch. Ja, wir haben den Schweinewehrmann erlegt, aka El Gore. Auch eine ziemlich coole Sache, oder? Und deshalb haben wir jetzt auch eine Aufwertung verfügbar. Hat ein bisschen EP gegeben, das Ganze. Also, was haben wir denn da? Schweinebärmann Klaue. 250 dreimal. Perfekte Zieltreffen, das Ziel und den Feind dahinter. Fügt bei perfekten Angriffen 20% Schaden hinzu. Geil, dürfen wir leider noch nicht nehmen. Dann haben wir noch das purpurne Herzabzeichen. Heilersalbe, du erhältst zusätzlich 250 TP. Woo, wenn du geheilt wirst. Krass. Stärketrank. Schnaps. Naja, okay. Schade, dass wir das noch nicht nehmen dürfen. Hätte mir sehr gut zu Gesicht gestanden. Man sieht das jetzt auch nochmal. Gerade nochmal 50 draufgepackt. Auf den Max-Schaden. Coole Sache. Ja, Quest erfüllt. Ach ja, Aufwertung. Aufwertung. Tommy! Ach, das ist hier so. Ich verwechsel das immer mit den Vorteilen. Ja, dann machen wir hier das hier noch voll. Auf dass das auf ein weiteres Ziel überspringt. Ja. Ja, das machen wir. Ja. I like that. So, Großwildjagd mit Chimbo können wir jetzt nichts machen. Versteckspiel, weiß ich nicht, wo der sich rumtreibt. Die treffen wir dann bestimmt noch. Kevin Stoleys Viertel müssen wir noch und das Teil da zerstören. Das machen wir jetzt gerade noch. Überall, Entschuldigung, falsche Taste. Dann können wir dem Kollegen da sagen, dass wir das erledigt haben. Und dann, ja, muss ich, so sehr ich mich auch davor drücke, eine Entscheidung fällen bezüglich Cartman oder Kyle. Ah, direkt hier. Perfekt. Okay.
Kehre zu Hundekacke zurück. Ja, also. Wo wohnt der? Craig, Clyde, Jimmy, Cartman, Butters, Mainz. Da. Hat auch eine Schnellreiseflagge. Perfekt. An den Timmy Express angebunden. Infrastrukturvorteile in South Park. Ja, hallo, Hundekacke. Okay, also wir haben das Ganze gemacht, um mit Hundekacke befreundet zu sein. Sehr schön. Birdcrap, ja, wunderbar. Gut, jetzt haben wir aber einen Vorteil. Genau, einen Vorteil. Mehr Schaden bei betäubten Zielen. Ich glaube, es ist doch sowas mit Blocken. Mittlerweile kriege ich Blocken ganz gut hin. Distanzwaffen. Oder hatte ich das sogar schon geholt? Kann natürlich auch sein. Bei betäubten Zielen. Ja, ich weiß nicht. Nehmen wir vielleicht diese Geschichte hier, der Erstschlag, dass wir mehr Schaden machen. Beim ersten Angriff. So, ja, dann hätten wir das auch erledigt. Läuft doch ganz gut mit den Quests. Ja. Bedeutet eigentlich nichts anderes als ab zur Schule. Und entscheiden bezüglich der Goth-Kids. Ab zur Schule! So, jetzt überlegen wir mal. Cartman ist ein Arschloch, das ist klar. Kyle ist ein bisschen vernünftig. Auf der anderen Seite ist Cartman natürlich viel lustiger. Hör auf, da so lang zu laufen. Das heißt wahrscheinlich auch, wir dürfen Butters nicht mehr benutzen und hätten dann eher so jemand wie Stan oder den Baden. Wobei Butters von meiner Ansicht nach bisher der coolste Begleiter ist eigentlich. Wobei das auch schnell gesagt ist. Ach, was machen wir denn? Ich entscheide mich, glaube ich, irgendwie spontan. So, also, meine Freunde, die Goth-Cats. Sind wir jetzt goffig genug? Das Ding hier verstehe ich auch nicht. Da ist ja nichts. Also wenn ich jetzt hier hinfahre, kann er nichts machen, weil da eine Wand ist. Das kann auch nicht hochfallen, weil hier so eine Stange ist. Wo er nicht dran vorbeikommt. Und selbst wenn... Ach, das sieht man wahrscheinlich nicht. Da ist eine Rampe dahinter, ne? Ah. Okay. Hallo, Goth-Kids. Oh, Joy. It's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah. He's almost a goth. Being goth isn't just how you dress. It's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Okay. Also es ist nicht ganz so einfach. Wie gedacht, wir dürfen uns nicht einfach anschließen, wir müssen vorher noch ein bisschen was tun. Ja. Okay. Ja. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber so kommen wir immerhin mal zum Gemeindezentrum. Da wollten wir ja ohnehin mal hin. Da kommt eins zum anderen. Es ergibt sich ganz von selbst. Da waren wir schon mal. Community Center. Wie jetzt? Was? Wieso? Ja, und wir gehen den Elternrat besuchen. It isn't right, I tell you. Out of nowhere, this huge Taco Bell is being built, and now our children are missing precious school time. Parents, we've been assured by the builders that they are working to fix whatever problems they've encountered, and school should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? Steht da mit dem Schild. Taco Bell is being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with?
Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tja, da wirst du schlechte Karten haben, ne? Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on! Yeah. Let's go! Come on! Yeah. Ja, okay, das war nicht so der Erfolg, was die Eltern hier, also beziehungsweise der Elternrat hier vorhatte. Ja, nächste Runde werden wir die dann mal ansprechen, beziehungsweise der nächsten Aufnahme und uns erkundigen, was wir für die Jungs tun können, damit wir hier irgendwie unser Bild bekommen, weil, ja, anscheinend haben wir das noch nicht. Schauen wir mal. In der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt, seid ihr wieder dabei. Bis dahin, ciao, ciao.